Okay, nächste Kletterrunde hier in Belgien. Und da es sich gehört, fahren wir das Ganze mit dem Fahrrad. Und zwar habe ich mir das Lastenesel von meiner Frau ausgeliehen. Und damit fitze ich jetzt hier am Kanal entlang. Und zwar heißt die Serie Der Stinker und der Blinker. Der Stinker und der Blinker deshalb, weil das ist der eine Kanal und da drüben, wo die andere Baumreihe steht, da ist noch ein Kanal. Und dieser Kanal hier heißt der Stinker, weil der früher mal gestunken hat, weil man dort die ganzen Abwässer eingeleitet hat. Und auf der anderen Seite der Kanal ist beschiffbar und die gehen beide in die Nordsee. Wir sind hier in der Nähe von Seebrücke. Das ist eine Serie von 10 Bäumen bzw. von 9 Bäumen. Und hier habt ihr die erste Dose. Die hängt da oben. Und jetzt baue ich schnell ein und dann schauen wir mal, dass wir die Serie hier gerockt kriegen. Jo. Also abwarten, zuschauen. Habt Spaß dabei. So, am ersten Dörfchen angekommen, hier unten ist es, dort. Und jetzt kann ich euch auch mal den zweiten Kanal zeigen. Das hier vorne ist der Stinker und da hinten, das ist der Blinker. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt, aber das erzähle ich euch noch im Laufe der Bäume, die ich hier machen werde. Da drüben geht ein Radweg entlang und hier unten ist einfach nur so ein Hundepfad. Eine Eisenbahnlinie, Industriegebiet. Und wir sind hier in Seebrücke, kurz vorm Hafen, mit der Fähre nach England, Hull und sowas. So, jetzt locke ich die Dose noch und dann geht's weiter. So, Baum Nummer 1 geschafft. Weiter geht's zu Baum Nummer 2. So, Dose Nummer 4 erledigt. 3 war nicht so spektakulär, deshalb habe ich da nicht gefilmt. Wir sind immer noch hier am Stinkerkanal. Und zwar hängt die Dose, die 4er, da oben. Leider ist es ein Vogelkasten und ein Vogelkasten ist natürlich ganz schlecht hier in der Gegend. Das ist aber auch noch nicht mal präparierter, sondern ein ganz normaler Vogelkasten. Da hat auch schon irgendjemand drin rumgehackt. Aber da liegt die Dose drin, das Logbuch ist trocken, alles in Ordnung, aber es ist halt ein Vogelkasten, ein bisschen blöd. Sollte man schon ein bisschen besser präparieren. Jetzt geht's zum Baum Nummer 6. Und da erzähle ich euch mal, wie die Kanäle hier richtig heißen. So, oben angekommen an Dose Nummer 6, da hängt sie. Ich musste leider ein Deckelchen retten, was da oben irgendwie in der Astgabel hängen geblieben ist und nicht mehr runterkommen wollte. Aber das habe ich gelöst, indem ich viel weiter oben eingebaut habe. Und jetzt erzähle ich euch mal, also der hintere Kanal da hinten, das ist der Leopoldkanal. Und hier vorne der Kanal ist der Shipdonkenkanal. Und der Shipdonkenkanal ist der Stinker und da hinten, das ist der Blinker. Ja, ist so. 2 Kanäle nebeneinander gehen hier bis nach Gent und einer von den beiden ist schiffbar und der andere war dafür da, um die Polder zu entwässern. Ursprünglich war es so gewesen, dass die Entwässerung der Polder durch die Niederlande stattgefunden haben, aber früher gab es Stunk zwischen den Niederlanden und Belgien. Da gab es halt Ärger, beziehungsweise die haben es halt nicht so gut verstanden und da haben die Holländer einfach mal den Kanal zugemacht, beziehungsweise die Schleusen zugemacht und dann hatten die hier Probleme, dass das Land verwässert wurde
Und die Lösung war halt, indem sie den Leopoldkanal gegraben haben, um das zu entwässern in die Nordsee, Polderentwässerung. Und der Shipton-Kanal, vielleicht war es auch umgekehrt, und der andere Kanal ist halt dafür da gewesen, das Wasser, was zu viel war, von der Leie abzuführen in die Nordsee. So, das war Dose Nummer 6. Ich mache jetzt, dass ich hier wieder runterkomme. Ich habe noch 2 Dosen und noch eine höchstwahrscheinlich. Und dann sind wir hier fertig. Also, ich melde mich am nächsten Baum. Und da das Ganze auch noch ein bisschen Spaß machen soll, werde ich jetzt noch ein bisschen baumeln. Dörfchen angekommen. Da ist es. Man muss es hier aus der Röhre rausangeln mit einem Magnetheber und da packe ich es jetzt wieder rein. Zack. Dose Nummer 7, aber leider ist sie nicht mehr hier. Das Röhrchen ist leer. Hätte ich eigentlich auch von unten sehen können. Jetzt habe ich Pech gehabt und bin hochgegangen. Weiß nicht, ob das Döschen hier fehlt oder wo es ist. Tja, Pech, wieder runter. Dann kommt noch Dose 8 und dann 9 ist lang nicht mehr gefunden worden. Die liegt ein Stückchen weiter weg. Die schaue ich mir dann auch noch an. Aber wir haben es gleich geschafft. Und ihr auch. Bis gleich. So, der letzte Baum auf dieser Tour, Baum Nummer 8, über dem Stinkeren, Klimmen am Stinker und Blinker. Hier sieht man den Kanal noch, da wird er ein bisschen breiter. Hinten ist die Brücke, da muss ich noch hin. Da soll noch eine 9. Dose hängen und die 9. Dose ist aber nicht mehr gefunden worden irgendwie, aber ich schau mal, ob ich da fündig werde, weil ich muss da lang sowieso, weil ich auf dem schöneren Radweg zurückfahren will. Also ich melde mich nochmal, wenn ich an der 9. Dose bin. Erstmal schönen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Das war meine Belgien-Tour höchstwahrscheinlich. Das ist die letzte Dose heute in Belgien, die letzte T5-Dose vermutlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer was zu sehen bekommt. Und wir sehen uns im nächsten Wohnzimmer-Stammtisch bzw. im Wohnzimmer-T5. Bis denn, macht's gut, ciao! Jetzt muss ich mich doch nochmal aus dem Baum melden. Und zwar habe ich die 10. Dose gefunden. Gleichgewicht verloren. Fuß weggerutscht. Die hängt hier mitten über der Straße, da unten über der Brücke. Das Schöne ist, da kann ich gleich wieder zurückfahren. Also die Dose gibt es noch, die ist letztes Mal gefunden worden am 27.05. Das habe ich noch gar nicht in den Log gelesen, aber sie ist da. Dort hängt sie. Alles bestens, alles prima. 9 Dosen in gut 3 Stunden ungefähr, 3 Stunden 15 Minuten. Ich mache jetzt, wenn ich wieder runterkomme, dann fahre ich nach Hause. Kaffee wartet. Also bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss.